Frieden für die Ukraine, Sanktionen gegen Russland und viele weitere Forderungsplakate gab es am Samstagnachmittag auf dem Tübinger Holzmarkt zu sehen. Dort hatten politische Jugendorganisationen und ihre Mutterparteien SPD, Grüne, CDU und FDP zu einer Friedenskundgebung aufgerufen. Nach Polizeiangaben haben sich mindestens 1000 Menschen auf dem Holzmarkt versammelt. Die Sprecher der Kundgebung waren sich einig darüber, dass der Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt werden müsse. Außerdem riefen sie dazu auf, Flüchtlinge aus der Ukraine mit offenen Armen zu empfangen.